Oh ja. Und du hast hier mal gewohnt? Ja, ich habe hier mal gewohnt. Ich bin hier in Wandel zur Schule gegangen. Und meine Eltern oder meine Großeltern haben direkt an der Waldsiedlung gewohnt. Ah, okay. Und da warst du als Kind, warst du auch in diesem Bunker drin? Ja, ich war in einem Bunker drin, wo man quasi eine Leiter runtergeht. Als Kind hätte ich jetzt gesagt 10 Meter, wahrscheinlich sind es nur 5. Und in den Technikraum reingekommen ist mit wirklich dicken Türen. Und man war mit mehreren Kindern unterwegs und hatte schon Angst, dass sie die Türen hinter einem zumachen. Ne? Okay, okay. Ja. Und gab es da auch was zu sehen? Ja. Ist jetzt nur noch Erinnerung. Ne? Ja, ja. Es ist schwierig. Es ist doch nur 10 Jahre her. Es war nur Technik. Die ganzen Wände waren voll mit Schaltern und so. Aha. Ja, war schon interessant. Und auch irgendwie. Also in meiner Erinnerung würde ich sogar sagen, es ist ja dunkel. Da unten ist ja kein Fenster, wenn du in der Erde drin bist, dass da noch Licht war. Dass da noch Licht angeht. Ach krass, weil Taschenlampen hatte da wahrscheinlich nicht, ne? Keine Taschenlampen dabei. Wir wollten ja, also wir sind ja nicht losgezogen, um den Bunker zu suchen. Das ist ja ein Zufallsfund. Krass. Diese Klappe auf dem Fußboden. Ja. Weil jetzt sind wir mal gespannt, ne? Ja, wir sind jetzt mal gespannt, ob wir den heute finden. Okay, ja. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Und bis später. Hi Leute, schön, dass ihr dran geblieben seid. Also wir sind jetzt die letzte Abbiegung quasi abgebogen und da vorne in den oder zwischen den Bäumen kann man schon die ersten Gebäude erahnen. Einen Zaun sehe ich, glaube ich, auch, oder? Müsste ein Zaun sein. Ich drehe euch mal um, vielleicht könnt ihr das auch sehen. Wahrscheinlich eher schwierig, doch da vorne kann man es erahnen. Oh ja, das ist ein Bunker, oder? Ja. Ja. Okay, das ist gar kein Gebäude, das ist ein Bunker. Tollwutgefahr. Oh, er ist auf. Leute, er ist auf. Sehr gut. Sehr gut. Oh ja, das geht aber tief runter hier. Oh Leute, schaut euch das mal an. So, Emily zuerst. Emily first. Nee. Ach. Ja, aber immer ohne Helm und ohne Handschuhe. Und ohne doppelten Boden. Handschuhe nehme ich immer. Also, immer oft. Emily? Guck mal. Ja, jetzt geht's. So, dann im Bett rein. Atomschutztür. Schleuse, Belüftung, ...1973. Gehen wir weiter. Ist noch super Zustand, ne? Ja, fühlt sich gut. Also richtig guter Zustand. Zu dem anderen Eingang? Genau, wo wir jetzt das waren. Boah, krass. Alles ist geschüttet. Haben wir Glück, dass der Notausgang noch frei ist.
Ende. Wir sind nicht alleine, Leute. Emily, war da was drin? Ja? Lohnt sich? Jetzt habe ich alles voller Wasser. Oh. Regalböden, alte Regalböden. Also, da waren wir gerade drin. Da fehlt mir die Belüftung. Jetzt mal. Da ist der Ausgang. Die bewegen sich schon mal. Und ich gehe jetzt mit euch alleine in den Bunker rein. Schaut euch mal an, wie weit das geht. Da haben wir einen Tank. Wahrscheinlich Öltank. Ja, könnte ein Öltank sein. Das hier ist auf jeden Fall der Öltank. Diesel. Man riecht es auch. Boah, leer. Kabeldiebe waren schon da. Ein bisschen Kabel haben sie aber noch da gelassen. Wahrscheinlich kommen sie noch mal wieder. Hier ist die Elektrounterverteilung. Eins haben wir noch da gelassen. Okay, die Räume haben wir uns gerade schon angeguckt. Lüftungsanlage, Toiletten, hier hat es gebrannt, Toiletten wurden aber schon gemopst. Hier haben wir noch alte Schrift, Tür innen, Tür außen, für die Lichtschalter. Hier war die. Hier hat man das Essen abgeholt, die Küche. Wahrscheinlich alles voller Asbest. Hier hat man dann gegessen. Boah, Leute, guck mal, wie groß das ist. Das sind leere Räume, die zeige ich euch jetzt mal nicht. Gehen mal straight nach vorne durch. Hier sehen wir wieder was, auch Belüftung. Scheint alles zweifach aufgebaut zu sein, also redundant. Regalböden. Falls eine Belüftung ausfällt, hat man immer noch eine zweite. Hier waren immerhin die wichtigsten Menschen der damaligen Zeit untergebracht. Hier finden wir noch die Verbindungsmuffen. Ja, und alles hier drunter ist voller Wasser, wie ihr seht. Ich hoffe nicht, dass wir gleich einbrechen. Und hier sehen wir die Telekommunikationsschaltzentrale. Von hier aus wurden alle Verbindungen geschaltet. Krass. Hier geht es noch weiter, also das war auf jeden Fall ein Bunker, der für die Kommunikation elementar und wichtig war. Auch richtig große Bunkertüren und das ist eigentlich so das Highlight vom Bunker. Das ist die Garage, die wir von außen gesehen haben, beziehungsweise uns gleich noch angucken. Guckt euch das mal an. Richtig gut, oder? Riesige Türen, schon Tore eigentlich eher. Wir gucken uns mal die Technik an. Auf zu, alles hydraulisch, heute natürlich nicht mehr zu betätigen. Boah, riesig groß. Hier oben gab es noch für die Zu- und Abluft, ist wahrscheinlich Öffnungen. Aber guckt euch mal die Tore an, unglaublich. Auf jeden Fall ein Highlight. Mega. Da kann man auch gut eine Rave oder Techno-Party feiern. Richtig gut. Und überall die
Fledermauskästen. Wir sind außerhalb der Fledermaus-Schutzzeit da. Auch wenn das Video wahrscheinlich zum Zeitpunkt rauskommt, wo die Fledermaus-Schutzzeit ist. Aber darauf achten wir natürlich. Aber es sind auch keine drin. Also ein Beweis dafür, dass jetzt keine Fledermaus-Schutzzeit ist. Hier nochmal die Bunkertüren und der Blick in die Garage. Boah, guckt euch mal an. Man kann gar nicht bis da hinten gucken. Und hier über das Ding, das hier rüberklettert, dann irgendwie. Boah. Schon laut. Mega Ding. Danke, Hendrik, an dieser Stelle für dieses wunderschöne Bauwerk. Richtig gut. Ich nehme mal ein bisschen die Lampe. Macht Spaß, das Ding. Ganz viele verschiedene schwere Bunkertüren. Und da geht es hoch. Ja, aber nicht bevor ich euch einmal Adieu sage. Also das war's auf jeden Fall für diesen Bunker. Wir werden jetzt noch weitere Bunker anschauen. Das bedeutet, es gibt deutlich mehr Videos hier auf diesem Kanal. Und wenn du Interesse an solchen Bunkern hast, dann lass mir gerne ein Abo da. Dann bekommst du auch immer die Informationen, wenn ich ein neues Video hochlade. Ansonsten freue ich mich über einen Kommentar, über ein Like sowieso. Und ja, in diesem Sinne. Zurück hin. Ja, das ist Alter, das ist die haben den freigelegt. Ist ja krass. Alter, wie cool. Das ist auch zum ersten Mal. Du warst auch noch nicht hier, ne? Ja, also ich war schon hier drin, ja, aber... Das ist jetzt die Treppe, die du eben gesehen hast in dem anderen. Es ist ja baugleich. Ja, aber er ist ja noch nicht lange auf. Der ist ja offen. Ja, jetzt. Gibst du mir einmal die Marauder? Kannst du mir... Hendrik? Brauch einmal die Marauder? Natürlich. Natürlich. Ja, wir gehen rein. Emily war jetzt nicht so begeistert, weil der ist baugleich. Aber der ist erst seit kurzem auf. Der ist erst seit kurzem auf. Hat der Reifen. Mega. Der ist nicht baugleich, oder? Doch, der ist baugleich. Ah ja, ich weiß, wo wir sind. Richtig gut, Leute. Richtig gut. Hier liegt eine Bunkertür auf dem Boden. Mülltüte. Boah, hier friert es, als ob jemand geschlafen hätte. Boah, guckt euch mal das Graffiti an. Das sieht ja wohl richtig geil aus. Boah, steht das hier drin. Was ist denn hier? Boah, hier ist ja noch alles vorhanden. Boah. Boah, die Baumstämme. Boah! Heavy! Boah, so sehen die Regalböden aus, wenn die jahrelang konserviert sind. Richtig gut, Leute. Mega gut. Aber hier stinkt es drin. W002. Oh, hier ist leider ein bisschen mehr Zerstörung. Da ist wieder der Anfang. Ihr seht, der ist eins zu einem baugleich mit dem anderen. Gucken, die Tür ist weit. Ja, teilweise weniger zerstört, teilweise mehr zerstört. Spannend. Anlage. Toiletten auch jetzt auch genauso gebrannt. Boah, hier riecht so nach Alkohol. Ich denke, die haben hier eine Party gefeiert. Eine Blutparty. Ja. Die haben hier auf jeden Fall eine Party gefeiert. Oder für Halloween was vorbereitet. Kann natürlich sein, dass sie hier eine Halloween-Party feiern. Das Blut ist sogar noch nass. Es wird immer schlimmer. Boah.
jetzt sehen wir auch den Grund. Die haben mir Feuer gemacht. Die Idioten. Da vorne ist der Grund. Oh, alter Scheiße. Ach, traurig. Wirklich traurig. Da ist der Bunker ein, zwei, drei Tage offen, wisst ihr? Und dann machen die Idioten hier Feuer. Plastik. Ah, und hier haben wir die Party gefeiert. Ich frage mich, warum der nicht erst was baut und das dann zerstört. Mit Feuer. Man könnte auch sagen, einer spinnt immer. Richtig traurig. Meine Lieben. Also, auch wenn der hier Feuer gefangen hat, wahrscheinlich gestern, vorgestern, ist das Ding trotzdem mega interessant, weil halt so lange zugestanden hat, also abgesperrt war. Ja, ich werde jetzt nochmal durchrennen und ein paar Videos für TikTok machen, aber an dieser Stelle werde ich mich verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wie üblich, lasst mir ein Abo da, kommentiert und liked fleißig. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn mein Kanal ein bisschen mehr Reichweite bekommen würde. Dafür danke. Aber was ist denn ein Stück, hatte ich auch nicht. Geil. Ach so, da haben sie es neulich aufgebogen, stimmt, weil deine war ja ver... Aber gut, hat man auch aufgebogen können. Das sind Werkzeuge, das ist anders. Hohe Gewalt, die Leute. Oh ja, ist auch wieder ein paar Meter. Oh ja. Warte, da sind wir hergekommen. Und da gehen wir jetzt lang. Auf jeden Fall sehr, sehr gruselig. Extremes gruselig hier alleine. Vermittlungsstelle, hier kam die Kabel an. Noch mehr Vermittlungsstellen. Hier kam aber die großen Kabel an. Die ganz großen. Und wurden dann unterverteilt. Da geht's raus. Guckt euch an, die langen Gänge an. Noch mehr Vermittlungstechnik. Warm Wasser, hier hat jemand gelegen und geschlafen. Und hier wurde wahrscheinlich das Kabel gerupft oder eine Party gefeiert, eins von beiden. Havarielüftung. Oh, schaut euch das mal an. Krass. Das sieht ja schon fast aus wie Kunst. Sicherungsraum, da haben wir noch ganz viel Kram. Hier. Ganz viel von der Vermittlungstechnik. Muss man echt aufpassen, dass der Boden nicht irgendwann mal durchbricht. Da ist noch mal der Raum. Ja, ich komme. Ah, ich komme nach oben. Hier haben wir Technikraum.
Hier sehen wir sogar noch die, das war ein russisches Fahrzeug. Mega. Amperezeichen, Voltzeichen, alles noch da. Richtig gut. Kippschalter beim Betriebsschutz. Erinnere mich schon fast an die Maginot-Linie hier mit dem ganzen Rost. Guckt euch das mal an. Auf jeden Fall richtig spannend. Kondensatoren als Puffer. Vielleicht auch Gegenüberspannung. Elektro-Raum-Hauptverteiler. Komplett leer. Noch mehr Telekommunikationstechnik. Ein alter Raum. Eine alte Bunkertür. Und das sind leere Räume. So, hier müssen wir hoch. Natürlich alles zerstört. Seid ihr? Ja, Top Ding. Lohnt sich hier jetzt zu gucken? Oder? Ja, wir brauchen den Marauder. Den Marauder. Links? Wow. Hier in dem Raum. Wow. Ja. Das sieht wirklich wie ein Kunstwerk aus. Ja, stimmt. Ich kann ja keine Bilder machen. Bisschen wie diesen Raum. Boah. Warte, lass mal kurz. Mhm. Das ist zu hell, oder? Hier ist noch. Also Leute, da kommen wir her. Und den hier habe ich euch gerade gezeigt. Noch ein bisschen heller. Ich habe gerade schon mal gehört, ob das See irgendwie einsturzgefährdet ist. Ist es aber nicht. Also nicht weiter auf jeden Fall. Das Deck ist komplett runtergekommen, die Kassettendecke. Elektroverteilung wahrscheinlich, Störungsbeseitigung zuerst prüfen. Ja, nichts Persönliches auf jeden Fall. Aktenmaschinen? Was? Aktenmaschinen? Genau. Hm. Technische Beschreibung. Krass. Halt alles so Sicherheit hier. VEB Gothaer Metallwerkfabrik 1988. 211 Kilogramm. IP40, den Standard gab es damals schon. Und hier, guck mal, das war ein Corona-Testzentrum. Geil, oder? Aber nicht nur eine, hunderte. Du fühlst dich hier wohl, ne? Wie zu Hause. Kannst du da mal richtig reinleuchten, ja, dass man das Rad sieht? Nee, lässt sich nicht fotografieren. Ach, guck mal hier, altdeutsche Schrift. Oh, hier. Hochklappen auf. Ach, ja. Ne, das ist doch. Hochklappen. Oh, Entschuldigung. Lohnt sich oben noch? Also, wie ihr seht, laufen wir doch nach oben. Ja, die hat was entdeckt. Das ist natürlich top fürs Video. Mega. Okay, das werden wir uns aber ersparen. Aber wir gehen auf jeden Fall mal nach oben. Ja. Also, Leute, hört niemals auf einen Guide. Hört immer nur auf euch selber oder auf Emily. Mal, dass der Boden hält, ne? Mega. Rooftop. Puh. Und der da hoch.
Leute, guck mal da oben. Im Fenster drin hängt eine Ratte, aufgespießt bzw. aufgeschnitten im zersplitterten Fenster. Heftig. Das ist ja wohl krass, oder? Wie die da hinkommen. Das ist auch ein räudiger Tod, oder? So, hier sehen wir ganz klar Bunkertüren. Also ist das ein Bunker. Ratte. Was zu? Ja, so bei Einfachheit, ne? Das war halt mit den Akten zum Beispiel. Ach so. Hohe Sicherheit. Ach so, du meinst damals? Ja, genau. Ja, ja, schade, dass das so besprüht ist. Ja, ja, ne? Immer. Immer. Das ist einfach nicht so endlich, oder? Ja, Urbex ist ein Hobby geworden für viele, ne? Jetzt ist es auf jeden Fall Zeit, Adieu zu sagen. Wir sind jetzt hier durch dieses Loch, gehen wir wieder raus und bis zum nächsten Mal. Genau, aber ich zieh kurz Handschuhe an. Ja, wir gehen so rein, ne? Ja, Handschuhe. Emily ist Killer. Emily ist Killer. Ja. Oh ja, das geht schon. Oh, ich bin noch nicht mehr ganz so fit in meinem Alter. Oh. Schönes Gerippe. Dankeschön. Der hatte ich jetzt zugenommen. So, nicht plötzlich mit dem Kopf hoch. Oh, ja. Geil. Das Ding ist doch mal richtig fett, Alter. Genau. Aber halt, boah, guckt euch mal die Bunkertüren an. Jetzt befinden wir uns in der Scheiße. Ja. Guck mal. Ist heiß geworden. Boah. Hat sich miteinander verbunden. Siehst du das? Nee, aber das ist. Wie nennt man das nochmal? Teer. Genau, Teer. Bitumen. Ach, Bitumen. Okay. Guck mal, hier sind so die ganzen Anzeigen dran. Boah, das ist doch super. Also, das ist vielleicht sogar das Highlight von bisher, ne? Hier sind so Teile vom Motor, die Welle, guck mal hier. Schöner Gulli. Boah. Notausgang. Konstruktion hier oben an. Habe ich so noch nie gesehen. Schon verstärkt. Guck mal, der ist noch schöner. Oh ja, der ist wirklich schöner. Karl Marx da noch. Lutherstraße. Boah, guck mal, Kraftstoff. Das ist ja wohl mega geil, Alter. Die Anzeige? Ja, die ist wunderschön. Glaub mir. In NRW wäre das alles schon weg. Echt, ja. Ja, ja. Alter! Emily, guck mal hier! Das ist doch fett! Das wollen sie auch schon mitnehmen. Das ist doch richtig schön. Die Plakette. Die ist doch schön, oder? Ist noch eine? Was steht denn da drauf? Baujahr kann ich leider nicht erkennen, oder? Nee, schade. Das ist quasi genauso wie der andere. Mega cool, ey. Also, Gemüsebunker, mega. Richtig gutes Ding. Wow. Eine rote Feuerschutztür. Boah, das Ding ist ja riesig. Das sind die Wohnbereiche, oder? Genau, richtig. Boah, da gucken wir uns gleich mal an. Wir gehen erstmal einmal hier lang und gucken uns jeden einzelnen Bereich an. Das ist ein bisschen wie im Honecker-Bunker, ne? Da haben die Familien gelebt. Genau. Und hier war es so ähnlich eigentlich aufgebaut. Ich schicke mir gleich. Mhm.
Da ist sogar noch ein bisschen was vorhanden. Oh, die ist ja riesig. Und hier wurde das Gemüse genau. Siehst du dann weiter vorne, dass dort irgendwie noch Wurzeln oder Pflanzen sind? Ach nee. Das geht dann noch weiter rein. Also, dass das noch keiner entdeckt hat für eine Plantage, ne? Warte mal. Das war noch ein alter Anzug. Geil. Das ist der Wolle, der Hammer. Ey, das ist ein richtig geiles Teil, ey. Oh ja, hat jetzt auch gebrannt und dann auch mit der Rose. Ja, gemalt, ne? Oh, guck mal. Das war mein Vater. Ja, Mann, ja, habt ihr gemacht? Ja, ja, also mit dem Stock oder so. Das ist alles gut. Nice. Genau, bleibt deutsch. Boah, da gehen wir jetzt gleich mal hin. Aber erstmal gucken wir uns hier nochmal an. Boah, was für ein geiles Ding, ey. Jo, hier sind die Gemüsereste. Ein Traum, ein wirklich absoluter Traum, dieser Bunker. Hier ist der andere Ausgang. Verschlossen kann man auf jeden Fall nicht mehr drin. Ich glaube, da sind wir gerade noch reingegangen. Gucken wir mal. Oder? Ja, das ist der Einstieg. Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Ja, genau. Auch alles angefackelt. Alte Kleidung. Ja. War schon geil, ne? Boah, der ist mega. Absolutes Highlight, auch wenn er verkohlt ist. Alte Schränke. Das ist sogar noch altes Bett, ja. Das ist okay. Boah, Filter. Und hier haben wir wieder den Notausstieg. So, meine Lieben, ich hoffe, der Bunker hat euch genauso viel gefallen wie uns. Also, mega geiles Teil. Dankeschön, Hendrik, für den Bunker, dass du uns den gezeigt hast und auch ein bisschen was erklärt hast. Also, wir gucken uns jetzt noch ein bisschen um, machen noch ein bisschen TikTok-Videos und ich würde vorschlagen, wir sehen uns dann entweder später oder im nächsten Video wieder. Vergesst nicht zu abonnieren. Ciao, ciao. Das wird ein bisschen eng. Absolut. So tief war. Ja, ist schon ordentlich tief. So. Wow. Alles klar. Gut, der Gag. So Leute, wir sind jetzt in dem Bunker drin. Hendrik ist schon ein paar Meter vorgelaufen, der guckt sich das Bauwerk einmal an. Und wir gehen das jetzt gemeinsam erkunden. Also seid gespannt. Da sind wir gerade durchgekommen. Da ist die Leiter. Und dann kommt man hier raus. Das ist nur eine Gasschutztür, keine richtige Bunkertür. Und hier sehen wir alte Regale und sind jetzt in dem Bunker drin. Hier kam die Rohre an, beziehungsweise die Leitungen, die Telekommunikations- und Stromleitungen. Und hier sind wir schon in dem Bunker direkt drin. Also das war der Notausgang hier. Und das sind die ehemaligen Bereiche, wo sich Honecker und seine Familie aufgehalten haben. Das waren einfach nur so Gänge, mehr war es nicht. Und hier waren die Betten, Leute. Unvorstellbar. Die Betten sind sogar heute noch da. Und man konnte hier den Schlafbereich abtrennen. Krass. Funktioniert heute noch.
Das ist natürlich krass. Das ist natürlich krass. Hier steht noch ein Bett. Ja, und wir haben ja schon erfahren, es gab hier keine Türen. Vielleicht gab es hier Türen. Hier gab es Türen. Aber in dem anderen gab es keinen. Das ist ja auch der Familienbunker von Honecker. Der hatte Türen. Krass, da hinten geht es noch weiter. Technik. Hier war der Bereich, wo man noch kontaminiert war. Höchstwahrscheinlich war hier dann auch die Möglichkeit, sich zu waschen und sich seiner Kleidung zu entledigen. Mal gucken, ob das noch zu bewegen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, da war auf jeden Fall ein lautes Geräusch. Ich hoffe, das war Hendrik. Weil so Besuch in so einem Bunker zu bekommen, ist jetzt auch nicht das Geilste. Hier haben wir einen weiteren Notausgang. Gasschutztüren, Filteranlagen. Also hier kommen wir her, hier gibt es einen weiteren Bereich und hier gab es dann tatsächlich keine Türen. Heftig. Also wirklich eine krasse Atmosphäre hier, als ob hier irgendwelche Menschen sind, aber hier ist niemand. Da vorne ist noch ein Raum. Boah, man muss aufpassen, der Boden ist glatt. Boah. Boah, hier ist ja alles zerstört. Okay. Im Grunde genommen das gleiche wie hier drüben. Absolut spiegelgleich aufgebaut. Also da vorne standen Munitionskisten rum, leider alles voller Wasser. Ich hätte gerne geschaut, ob da was drin ist. Und hier gehen wir wieder in das Hauptbauwerk rein. Warum ist die denn gelb? Seht ihr das? Das sind die Munitionskisten.
Direkt hier. Aber ist das? Alte Schränke, Spinte. Sogar noch der Name, Vitane. Warum kann ich einmal hier in den Bunker drin zum Gucken? Ach, jetzt sogar noch weiter. Das war wahrscheinlich die Heizung. Monate überleben oder draußen direkt sterben? Das ist die große Frage. So, ich guck mal. Hendrik, bist du auch soweit fertig? Ich habe kurz ein Kerzen. Alles klar. Du brauchst dir die Wahl, lass dir Zeit. Dann gehen wir nochmal zum Ausgang. Ich werde nochmal einmal ein bisschen TikTok machen und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Also, wir sind hier wieder an dem Notausgang. Der Hendrik kommt da hinten auch. Da seht ihr dann sein Licht schon. Also, wir gehen jetzt hoch. Davon werden wir noch ein, zwei Aufnahmen machen. Aber an dieser Stelle, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ihr dem Kanal noch nicht folgt, folgt ihm bitte. Lasst ein Like und ein Abo da. Guckt das Video auf jeden Fall immer zu Ende. Und das pusht natürlich den Algorithmus. Und das würde mir auf jeden Fall helfen, meinen Content weiteren Leuten auszuspielen, wäre ich euch wirklich sehr dankbar. Also in diesem Sinne, ihr habt hoffentlich Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal. Ja. Viel Spaß. Aber da gehen wir nicht weiter, nee. Ach, die geht schon weiter. Die ist krass. Das ist aber ein zweiter Ausgang, ne? Ja, habe ich gesehen. Aber wir wollen jetzt nochmal gucken, ob die andere den Bunker. Interessant hier, ne?
Erzähl doch mal. Interessant, was da drin ist, ne? Wiederhergestellt, dass man auf jeden Fall hier wieder was draus machen kann.